Jojo Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich zwei große Pizzaketten testen hier in Osnabrück. Und zwar einmal Smileys und Domino's, kennen wahrscheinlich sehr viele, ist glaube ich auch in vielen Städten vertreten. Das Faszinierende ist, dass die beiden Pizzabuden hier direkt unmittelbar in der Nähe sind in Osnabrück am Rosenplatz. Da sind gefühlt vielleicht 50 Meter voneinander entfernt. Deswegen können wir auf die schnelle Welle beide testen und wir machen das folgendermaßen. Und zwar gehe ich als erst bei Smileys rein, bestelle da meine Lieblingspizza und werde dann das gleiche bei Domino's nach kreieren sozusagen. Du kannst ja deine eigene Pizza da auch erstellen, weil Domino's, ich habe schon geguckt, hat nicht meine Lieblingspizza, die Smileys auch hat. Deswegen werden wir die so mit den Zutaten zusammenstellen und werden dann beide vergleichen. Natürlich habe ich ein bisschen vorher recherchiert im Internet, habe mir die Bewertung angeschaut und beide haben 2,9 Sterne Bewertung. Deswegen nochmal für mich wirklich interessant, nochmal mit dem Wissen, dass es 2,9 Sterne Bewertung hat, die Pizza mal zu testen und zu vergleichen mit Domino's. Ja, wir haben es jetzt Pfingstmontag, kurz nach 11. Die beiden haben jetzt gerade aufgemacht, die beiden Läden, habe ich abgecheckt. Rein da, direkt Pizza essen. Let's go. Also ich kann das euch mal zeigen. Da hinten ist Smileys und hier vorne direkt Domino's. Domino's, ich habe gerade bestellt, dauert 10 Minuten circa, hat er gesagt. Und ich wollte euch das mal nur kurz zeigen hier. Eigentlich wollte ich das heimlich machen, aber er ist jetzt gerade hinten. Deswegen hier auf die Schnelle da hinten. Smileys. Hier vorne Domino's. So, wir haben unsere, oder ich habe meine Pizza von Smileys jetzt. Schön warm. Gucken wir mal an. Ich habe extra gesagt, schneiden. Beziehungsweise er hat es geschnitten schon. Oh, das ist einfach. Warte. Digga, das Setup. Ja, das ist real, Leute. Das ist real. Das ist real. So, das ist Hot San Antonio. Sieht man das gut? Ja. Hot San Antonio. Meine Lieblingspizza überhaupt zum Bestellen. Da ist Jalapenos drauf, Putenbrust haben wir drauf, Käse, Hollandaise und Beef. Ne? Ganz normal Rindsbeef. Bin ich ganz gespannt. Servietten haben wir auch mitgenommen. Okay, Leute, kommen wir nun zur Runde 1. Die Pizza von Smileys Hot San Antonio. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Smileys hier 2,9 Sterne Bewertung hat und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil ich bestelle da wirklich, boah, ich bestelle da sehr oft. Boah, die ist auch richtig heiß, egal, wir warten mal ein bisschen. Ich kann das nicht nachvollziehen irgendwie, ich weiß nicht, 2,9 ist schon hart wenig, ne? Natürlich bestellen hier und da, oh mein Gott, ihr guckt euch das mal an. Die Jalapenos haben auch gute Schärfe. Ich sag's euch so. Schaut euch das mal an. Teig perfekt. Nicht zu weiß, auch nicht zu dunkel. Also die Pizza ist jetzt 25 cm, kostet normalerweise 14,49 €. Aber das Geile ist, bei Abholer kriegst du Rabatt von 20%, also 2,90 € haben gespart. Unterm Strich habe ich 11,59 € bezahlt. Für diese Pizza ist das schon richtig gut. Also das kann man nicht meckern. Du hast schön, also gerade wegen der Hollandaise-Soße, ist das Ganze so deftig. Auch Putenbrust ist ja mit dabei. Dann noch das Beef dazu, Brot ja sowieso. Man kann, glaube ich, auch mit Käseteig bestellen. Das mache ich manchmal, wenn ich bestelle. Aber den habe ich jetzt Klassik, weil ich mir nicht sicher war, ob Domino's auch Käserand hat. Da war ich mir ganz unsicher. Deswegen habe ich ihn erstmal so bestellt, wie ich ihn sonst auch mal privat bestelle. Ich finde auch, Leute, Pizza, wenn man die liefert, muss geschnitten sein, automatisch. Ja, jetzt sagen manche Leute, wenn man die schneidet, dann wird es schneller kalt und so weiter. Kann ich verstehen. Aber ich finde immer, Pizza muss geschnitten sein, finde ich. So, noch ein bisschen. Schaut euch das mal an, wie es aussieht. Jetzt so ein Knoblauch-Dip oder dieses Smileys Pizza-Dip. Die haben ja auch Pizza-Dip, schmeckt auch richtig geil. Das fehlt mir jetzt. Aber ich sag euch eins, ich verstehe nicht, wie die 2,9 Sternenbewertung haben. Weil ich meine, ich bestelle da ja oft. Also wenn ich Pizza bestelle, ist es wirklich Smileys und immer diese Pizza. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Also bislang habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen gehabt mit dieser Pizza. Und deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. Das ist jetzt auch keine Partnerschaft oder Kooperation oder sonst was. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. Die wissen ja nicht mal, dass ich aufnehme, dass ich das so vergleiche mit Domino's.
Aber dass die 2,9 haben, das ist für mich echt wirklich unbegreiflich. So, es ist Sonntag oder Feiertag wie heute, jetzt fängt es Montag. Du bist so besoffen, hast einen Kater und dann so eine fertige Pizza, die schallert übelst. Ich habe jetzt keinen Kater, aber die ballert trotzdem gut rein. So, Test Runde Nummer 1, Smileys ist beendet. Jetzt gehe ich zu Domino's. Ja, gucken wir mal. Bis gleich. Runde 2, Domino's. Ich bin jetzt wieder zurück und habe mir jetzt die Pizza zusammengestellt. Das ist die Pizza. Also ihr seht es vielleicht auch direkt. Die haben Hähnchenbruststreifen. Kein Putenbrust da gehabt. Nur halt so ein Putenbruststreifen oder Hähnchenbruststreifen ist das, glaube ich. Mal kurz testen. Aber so vom Geschmack her wird das, ist natürlich ein bisschen anders, weil du da größere Stücke auf einmal hast. Aber so generell von dem Gesamtpaket her kann man das, denke ich mal, auch ganz gut vergleichen. Let's go, wir testen das Ganze mal. Es hat auch so 10 Minuten vielleicht gedauert, also geht relativ fix. Bisschen kleinere Stück haben die geschnitten, aber ist ja nicht schlimm. So, rein da. Wir können eigentlich direkt den Vergleich machen. Fange ich am besten mit Domino's an, habe ich also gerade in der Hand. Also Teig, ne, von dem Teig her geht der Punkt an Domino's und von Toppings her geht der Punkt an Smileys, weil mir das von dem Geschmack von Hollandaise-Soße besser gefällt und Jalapenos auch etwas schärfer sind wie von Smileys. Deswegen geht der Punkt an Smileys. Ja, Kostenpreis habe ich ja gesagt. Knapp 11,99 € habe ich, glaube ich, für die Pizza von Smileys bezahlt. Und für die Domino's habe ich noch in der Hand 13,75 €. Und bei Smileys, was ich jetzt auch mit in die Bewertung einfließe, ist diese 20% Abholerrabatt auf alle Pizzen. Bei Domino's kriegst du auch 20%, aber nur auf bestimmte Pizzen. Deswegen war die knapp 2 € teurer. Und ja, Preis-Leistung, oder beziehungsweise von dem Preis her, geht der Punkt an Smileys. 2:1 somit. Ja, und wie lange habe ich da jetzt gewartet? Ich glaube, das waren so circa 10 Minuten bei Domino's, bei Smileys auch 10 bis 15 Minuten. Kommen wir nun zum Gesamtfazit. Also ich habe jetzt die Pizza von Domino's getestet und die Pizza von Smileys. Das Coole ist hier in Osnabrück, dass die beiden Pizzeria direkt quasi gegenüber sind. Ne, schöne Konkurrenten hier. Und beide haben auch auf Google 2,9 Sternebewertungen nur, was mich wirklich verblüfft, gerade bei Smileys, weil, ich bin euch ganz ehrlich, bei Smileys bestelle ich auch privat ab und zu. Ne? Das ist jetzt keine Kooperation oder irgendwie eine Partnerschaft, sondern es ist wirklich so, dass ich sehr, sehr gerne diese Hot San Antonio bestelle. Ich wollte euch auch sagen, welche meine Lieblingspizza bei Smileys ist. Und dementsprechend haben wir auch die Pizza bei Domino's erstellt oder zusammen kreiert. Bis auf jetzt den einen Unterschied, dass wir bei Domino's Hähnchenbruststreifen haben und bei Smileys diese Putenbrust, weil die ja bei Domino's keinen Putenbrust haben. Deswegen habe ich einen Ersatz Hähnchenbruststreifen. Die beiden Sachen, Toppings, haben wir aber bei der Bewertung rausgelassen. Und für mich auf jeden Fall der klare Gewinner Smileys mit 3:1 haben wir, glaube ich, jetzt. Ne? 3:1 gewinnt Smileys. Für mich keine Überraschung irgendwie. Und ja, deswegen für mich hier bei diesem Vergleich, bei dem Video, ist Smileys der Gewinner. Das war es auch mit dem Video, Leute. Danke nochmal fürs Schauen, danke für euren Support. Lasst gerne noch ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal bei Smileys und Domino's bestellt habt, ob ihr die Pizza gegessen habt und was für euch besser ist. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank für den Support. Kuss geht raus, bis zum nächsten Video.